Freunde, seht ihr das? Mein ganzes Haus steht völlig leer. Ich wollte mir neue Möbel kaufen. Deswegen hört ihr auch diesen Hall gerade. Ich sollte am besten jetzt losgehen. Aber bevor das Video anfängt, wusstet ihr, dass dieses Video interaktiv ist? Das heißt, jedes Mal, wenn ein Zuschauer ein Like da lässt, dann fällt ein Diamant runter. Wollen wir das mal zusammen ausprobieren in 3 Sekunden? 3, 2, 1, liken! Oh, da hat jemand das Video geliked. Oh. Oh, so viele Likes. Oh mein Gott, ihr seid die Besten. Aber was passiert eigentlich, wenn ihr jetzt alle zusammen ein Abo dalassen würdet? In 3 Sekunden. 3, 2, 1, abonnieren. Oh, es fällt TNT vom Himmel. So viele Abos. Ihr seid die Besten. Vielen Dank. Okay, jetzt würde ich mal meine Freunde abholen. Ich meine, ihr habt ja gehört, mein Zuhause ist fast leer und vielleicht helfen die mir ja beim Umzug. Wir gehen als erstes zu Lumi. Oh, Lumi würde mir bestimmt helfen beim Umzug. Lumi, bist du zu Hause? Braxy? Hi, Lumi. Da bist du ja. Du hast es sicherlich schon gehört. Mein ganzes Haus steht fast leer. Und ich wollte fragen, ob du mir helfen könntest beim Umzug, beziehungsweise neue Möbel zu kaufen. Ich soll dir helfen beim Umzug? Mhm. Aber, okay, was soll ich machen? Ich helfe dir natürlich gerne. Wir holen noch Odi ab und dann, holen wir uns neue Möbel im Einkaufsladen. Oh, das hört sich toll an. Okay, das machen wir. Komm, du bist der beste Freund, den man sich wünschen kann. Odi! Odi, bist du da? Odi, Jungs, was ist denn? Odi. Au! Was machst du denn da oben, Odi? Ich wollte ein Buch rausholen. Hä, du kannst doch nicht lesen, Odi. Du kannst nicht lesen. Odi, kannst du mir bitte beim Umzug helfen? Beziehungsweise ich brauche neue Möbel und die müssen zu mir nach Hause. An deinem Haus, meinst du? Mhm. Nein, das ist zu gelb. Mach das mal lieber braun. Dann helfe ich dir vielleicht. Das ist voll hässlich. Und by the way, dein Haus brennt. Tschüss. Hä? Lumi, warum brennst du mein Haus ab? Oh Mann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, nein, da ist doch gar nichts drin. Oh Gott, Lumi, was soll das? Oh nein, Freunde, meine Freunde wollen mir einfach nicht helfen und jetzt brennt einfach mein Haus wegen Lumi. Na warte, wo hat er sich versteckt? Lumi, ich finde dich schon. Wo bist du? Ist er vielleicht hinterm Haus? Hä? Wo hat er sich versteckt? Ist er zu Hause? Mann, alle sind so blöd zu mir. Bist du vielleicht hier drin? Lumi? Egal, Freunde. Ich gehe einfach zu Hanna. Oh, Hanna würde mir bestimmt helfen. Was meint ihr? Denkt ihr, Hanna würde mir helfen? Das testen wir jetzt einfach mal. Oh, Hanna. Hanna, bist du zu Hause? Braxy, wie geht's dir? Oh, mir geht's nicht so gut. Odi und Lumi sind voll gemein zu mir. Das ist nicht nett. Wirklich nicht. Wir müssen mit dem mal reden. Ja, aber kannst du mir auch helfen, meine neue Möbel in meine Wohnung zu tragen? Ja, ich mag das voll. Oh, du bist die Beste. Na, komm mit. Hä? Was macht denn Odi da? Siehst du das, Hanna? Dein ganzes Haus ist voll eklig gerade. Oh nein, Odi. Odi, was soll das? Ey, ich hab dir gesagt, mach dein Haus braun, Braxy. Odi, das ist voll gemein von dir. Lass mein Haus in Ruhe. Hä? Hanna, warum lachst du denn? Aua! Ja, Lumi, mach weiter. Schieß ihn an. Nein. Dein Haus ist voll eklig. Das mach ich nicht. Mach das selber. Ist wie eine stinkende Banane. Braxy ist eine stinkende Banane. Stinky, stinky, aua. Stink. Oh Mann, Freunde, die sind alle so gemein zu mir, das gibt's doch nicht. Na, vielleicht ist es einfach nur eine Phase. Was habe ich denen denn getan? Ich habe denen doch gar nichts getan, oder ist das... Oh, ist Lumi vielleicht gemein zu mir, weil ich seine Freundin geprankt habe? Ah. Hanna, Hanna, ich bin's, guck doch mal. Ich bin's. Meint ihr, das war der Grund, warum Lumi so gemein war? Vielleicht hat er ja alle dazu gebracht, sich gegen mich zu verschwören. Egal, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und ruhe mich aus. Was machen die da? Die gehen einfach... Die gehen hinter den Wald. Hä? Da muss ich jetzt unbedingt erstmal hin. Hanna, bist du... Hanna?
Hanna, Odi, was macht ihr da? Fang uns doch, du Eierloch! Fang uns doch, du Eierloch! Holt mich hier raus! Du bist so ein Doofkopf! Hanna, wieso bist du denn so eine blöde Freundin geworden? Weil du ärgerst mich immer und dein Haus ist eklig. Odi, hol Tschüss. Mich. Tschüss. Odi, hol mich hier. Oh Mann, die haben mich hier eingesperrt. Odi. Oh, Lumi, bist du hier irgendwo? Oh, ich hab's rausgeschafft. Da sind die beiden. Warte mal, was planen die denn da? Hä? Hanna, wann kommt denn Lumi für die Pyjama-Party? Ich weiß es nicht, aber hoffentlich sagt der Brixi nichts, weil ich möchte ihn nicht hier haben. Ja. Oh, da ist ja schon Lumi. Komm rein! Lumi! Eine Pyjama-Party ohne mich, Freunde? Habt ihr das gehört? Was ist denn los mit denen? Ich kann doch nicht so ein schlimmer Freund sein. Wenn du mein neuer Freund sein willst, dann lass jetzt auf jeden Fall erstmal ein Abo da. Dann sind wir ziemlich beste Freunde. Was haben die vor? Eine Pyjama-Party ohne mich? Wo warst du so lange, Lumi? Wir haben auf dich gewartet. Ich musste noch die Falle vorbereiten. Eine Falle? Oh. Die geheime TNT-Falle. Stimmt. Wann wollen wir die denn aktivieren? Jetzt, komm schon, jetzt, bitte, Leute. Komm schon. Hä? Was meint Lumi mit einer geheimen TNT-Falle? Wartet mal, darauf werde ich bestimmt nicht einfallen. Denkt ihr, ihr seid etwa schlauer als ich? Niemals. Hä? Die ganze Straße führt sie zu meinem Haus? Oh, da ist ein TNT-Block. Hä? Was macht Lumi da? Schon, Odi, drückt den Hebel. Oh, seid ihr bereit, Leute? Ja. Und los geht's. Oh, nein, 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 nein. Oh. Mein Haus. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh nein. Lauft, lauft, lauft. Versteckt euch. Hä? Leute, seid ihr etwa blöd? Das war mein Haus. Bleibt stehen, Odi. Oh Mann, wo sind die hin? Hä? Der war doch gerade noch hier. Odi, wo ist Lumi? Wo hat er sich versteckt? Der kann nicht weit sein. Der muss doch hier irgendwo im Wald sein. Mann, Freunde, die haben mein Haus in die Luft gejagt. Hanna, Lumi, wo seid ihr? Das finde ich nicht... Oh, da ist Lumi. Na warte, Lumi, ich hab dich gesehen. Was machst du hier? Mach das sofort auf. Was soll das, Lumi? Geh weg, ich bin gar nicht hier. Hä? Lumi, du hast mein Haus kaputt gemacht. Nein, das war ich nicht, das war Odi. Hä, du hast aber diese Falle gebaut, Mann. Was soll das? Stimmt gar nicht. Was hab ich dir getan, Lumi? Tschüss. Oh nein, 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 du sagst mir jetzt, was hier los ist. Hä? Mann, warum sind alle meine Freunde gegen mich? Und ich verstehe das nicht. Das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal, dass sie sich gegen mich verschworen haben. Erinnert ihr euch noch an das erste Mal? Oh Mann, ich muss herausfinden, was ich denen getan habe. Da ist Hanna. Hanna! Hanna, bitte warte kurz! Oh nein, da ist Brixi! Hanna! Brixi, wie geht's dir? Hanna, was habe ich euch getan? Ich habe euch doch nichts getan. Was meinst du? Ich habe euch gehört, wie du gesagt hast, eine Pyjama-Party ohne Brixi. Das war Odi. Nein, aber... Der klang nur so wie ich, weil der sich verschluckt hat. Warum lügst du mich an, Hanna? Das war ich nicht. Tschüss. Okay, es reicht mir. Ich werde aufhören mit Minecraft. Ich werde nie wieder mit meinen Freunden spielen. Ich werde aufhören. Für immer. Ich gucke jetzt noch, was ich für Sachen habe. Und dann verschwinde ich von hier. Es reicht mir nämlich. Die sprengen permanent mein Haus. Die wollen nicht mit mir spielen. Und die sind gemein zu mir. Guckt euch das mal an. Oh, das ist sogar noch an. Oh, weg damit. Oh, so, das reicht mir jetzt wirklich. Ihr werdet mich nie wieder Minecraft spielen sehen. Das ist voll gemein von denen. Jetzt nach unten und pack meine Sachen und werdet... Nimm mir alles. Oh, Goldrüstung. Odi, das sind meine Sachen. Was soll das? Nimm mir alles. Du blöden Mann, geh weg. Nein, nein, nein. Hast du etwa alle meine Sachen? Er hat alle meine... Oh, er hat wirklich alle meine Thronen geleert. Er hat mir nur noch meine Rüstungen dagelassen. Oh, das gibt's nicht. Ich werde hier sowas von verschwinden. Das war's mit denen. Ich werde hier nie wieder sein. Und ich werde mit denen nie wieder Minecraft spielen.
So, ich ziehe jetzt meine Rüstung an und mache mich auf den Weg. Das kann doch nicht wahr sein. Oben mache ich noch meinen PC aus und danach verschwinde ich von hier. Die sind alle so gemein zu mir. Selbst mein Haus ist braun. So, ich nehme meinen PC auch mit. Und zack, den Stuhl lasse ich hier. Freunde, ich bin raus aus meinem Dorf. Ich glaube, ich habe hier ein neues Dorf gefunden. Ein Villager-Dorf. Und das sind jetzt auch meine neuen Freunde. Ich habe die schon gefragt und die haben gesagt, ich darf mir hier ein Haus aussuchen. Und ich glaube, ich nehme sogar dieses Haus hier. So, zack. Und hier würde ich fürs Erste wohnen. Ich lasse mal meinen Koffer einmal ganz kurz hier. So, und platziere auch vielleicht... mein Bildschirm kann ich hier noch nicht platzieren. Ich gucke mich mal hier um. Vielleicht finde ich hier was. Boah, hier sind so viele neue Freunde, die ich kennengelernt habe. Guckt mal hier drüben. Dann haben wir hier sogar noch eine Plantage. Boah, wie cool. Hier sind sogar Karotten, die ich abbauen kann. So. Oh, perfekt. Ich brauche meine Freunde. Nie wiedersehen. Ich habe jetzt neue Freunde. Und ich werde auch nie wieder mit denen Minecraft spielen. Okay, dann... würde ich sagen, werde ich jetzt hier nur noch meine passende Farbe auswählen und das... Hä? Ist das... Ist das Hanna da drüben? Hanna, bist du's? Hanna, was machst du denn hier? Hanna, bleib stehen, ich hab dich gesehen. Hä? Die haben mir... Oh, Hanna, was machst du hier... Was machst du hier in meinem neuen Dorf? Ich hab dich schon gesehen, Hanna. Das ist ein Dorf? Das wusste ich noch gar nicht. Du hast mich beobachtet. Ich habe es genau gesehen. Wieso verfolgst du mich? Oh, wenn du hier bist... Wir verfolgen dich gar nicht. Tschüss. Hä? Aber wenn du hier bist, dann sind die anderen... Oh, die sind bestimmt beim Dorf. Aua. Nein, nein, nein. Was mal? Sind die... Hä? Wenn Hanna hier ist, dann können Lumi und Odi nicht weit sein. Oh nein. Die zerstören schon wieder dieses Dorf hier. Hä? Wer ist das? Hallo? Hanna? Was bin ich nicht? Hä? Was macht ihr hier? Das ist doch... Wer ist das denn hier? Oh. Hä? Nein! Das Dorf brennt! Oh Mann! Die haben mich verfolgt! Oh Gott! Wer ist das hier drüben? Lass das Dorf in Ruhe! Das sind meine neuen Freunde! Hä? Da ist Lumi! Oh, na warte, Lumi! Das kannst du doch nicht machen! Hanna! Lumi, hört auf damit! Ah! Hanna, renn schnell, schnell, schnell! Hey, nein, Lumi, bleib sofort stehen! Oh, renn! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh, die haben das gesamte Dorf hier zerstört. Ich habe gerade mal neue Freunde kennengelernt und die zerstören schon wieder alles. Oh Mann, ich werde nie wieder Minecraft spielen. Nie, nie wieder! Ich werde nie wieder Minecraft spielen! Das habt ihr davon! Ich werde nie wieder auf diesem Server spielen! Ihr Blödmänner! Ich gehe hier weg! Das wird mir jetzt hier zu viel! Oh Mann! Ich werde mir neue Freunde suchen und vielleicht bist du ja einer meiner neuen Freunde! Dann können wir zusammen Minecraft spielen! Wenn du Lust hast, schreib es mir gerne in die Kommentare! Und ist das etwa... Na warte, Odi! Warte, oh. warte, Brixi, warte. Die Schlangen, nicht Schlangen. Ihr habt mein Haus kaputt gemacht. Ja, aber nur weil wir deine Freunde sind, Brixi, nicht die Villager da drüben. Und was war auf der Insel an meinem das Haus? Das war doch nur ein Scherz, Brixi. Es war der 1. Mai, Hexentag. Der 1. Mai? Es gibt doch nur den April, du Doofkopf. Oh Mann, es tut mir leid, Brixi, guck mal. Ich gebe dir sogar Goldäpfel und deine ganze Rüstung wieder. Und ein Goldschwert sogar. Hm, ich weiß nicht. Ihr habt mein Haus kaputt gemacht. Ihr habt mein noch Haus... Mehr Goldäpfel? Ich liebe Goldäpfel. Mann, du weißt, was ich will. Du bist ein Blödmann. Nimm das alles und wir sind wieder Freunde. Komm schon, Brixi. Hm. Es tut mir leid, wirklich. Ich lasse meine Community entscheiden. Freunde, sollen wir Odi verzeihen? Wenn ja, dann lasst jetzt alle mal gemeinsam ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn wir ganz viele Likes haben und Odi das sieht, vielleicht verzeihe ich ihm dann. Hm,
Okay, Odi, aber du bist nur einer, der sich entschuldigt hat. Es fehlen noch zwei, und zwar Hanna und Lumi. Und solange die beiden sich nicht bei mir entschuldigen, werde ich auf gar keinen Fall zurückkommen. Und solange spiele ich auch kein Minecraft mehr mit euch. Jetzt, oh nö, Braxi, die entschuldigen sich bestimmt auch noch. Nein, ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Ich laufe dir einfach hinterher. Nein, du gehst weg. Lass mich in Ruhe. Ich will allein sein. Ich komme einfach mit. Nein, Odi, ich möchte allein sein. Geh weg. Och Mann, okay. Mal gucken. Ich bin echt gespannt, ob sich noch Lumi und Hanna bei mir entschuldigen werden. Aber das glaube ich nicht. Naja, ich gehe jetzt einfach hier weiter und vielleicht finde ich ja was. So, in dieser Höhle. Hier ist auch nichts. Lumi, was machst du denn hier? Ich wollte mich entschuldigen. Ich wurde gezwungen von Hanna. Sie wollte, dass ich alles kaputt mache. Aber das wollte ich eigentlich nicht, deshalb wollte ich mich entschuldigen. Ich habe dir auch extra eine gelbe Blume mitgebracht. Aber wieso sollte Hanna dich dazu zwingen? Du bist doch ihr Freund. Das macht doch gar keinen Sinn, Lumi. Sie war sauer auf dich. Und sie wollte das nicht selber machen. Deshalb hat sie mich vorgeschickt. Weil ich bin ja ihr Freund und muss ihr immer helfen. Die gelbe Blume ist schon gelbig. Freunde, was meint ihr? Sollen wir Lumi verzeihen? Wenn du der Meinung bist, dass ich Lumi verzeihen soll, dann lass jetzt ein Abo da. Lumi, ich überleg mir das, okay? Aber es muss sich Hanna auch bei mir entschuldigen. Das musst du irgendwie arrangieren. Okay, ich sag ihr Bescheid. Ja, dann beeil dich mal lieber. Sonst spiele ich nie wieder mit euch Minecraft. Es wird auch schon dunkel. Oh, ich glaube, ich suche mir jetzt erstmal einen Schlafplatz und warte hier irgendwo. Wo kann ich denn am besten schlafen, ohne dass mich ein Zombie auffrisst? Oh Mann, ich muss mich beeilen. Ich bin jetzt mal zurück zu meinem Dorf gekommen, um zu schauen, was die Jungs machen und ob Hanna hier irgendwo ist. Hä? Da wird an meinem Haus gebaut. Wer ist das denn? Das ist Lumi. Und ich glaube, das da unten ist Odi. Die reparieren mein Haus. Aber wo ist Hanna? Die beiden haben sich ja schon bei mir entschuldigt. Und die bauen wirklich mein Haus neu. Das ist ja mega lieb. Das heißt, ich habe die wirklich... Die haben es wirklich bereut. Oh Mann, das ist echt gut zu wissen, dass man so tolle Freunde hat. Da war Hanna. Was macht Hanna denn da drüben? Lumi? Ja? Ich vermisse Braxi. Ja? Aber du hast dich noch gar nicht entschuldigt. Ja, aber er hat doch angefangen. Und ich finde ihn nicht. Er kommt erst zurück, wenn du dich entschuldigst. Och, Mann. Also, mach ihm ein Geschenk und sag ihm Entschuldigung. Aber wo ist er denn? Er ist irgendwo hinten in einem Dorf gewesen. Du musst ihn suchen, Hanna. Du wirst ihn schon finden. Ich suche ihn. Hanna will sich auch bei mir entschuldigen. Da ist sie ja. Ich gehe einfach mal zu ihr hin. Hanna! Hanna? Hä? Braxi? Wo bist du? Braxi! Ja, ich bin Braxi. Aber du warst letztes Mal voll gemein zu mir. Und darum wollte ich dich auch zurückbringen. Aber ich wollte nicht, dass du wegziehst oder aufhörst mit Minecraft. Mann, ich weiß nicht. Die Jungs haben sich ja schon entschuldigt und ich sehe, wie fleißig die gerade sind. Die bauen mein Haus neu. Und du? Ich hab was für dich sogar. Was ist denn das? Deine Lieblingsfarbe. Eine Schalkerbox. Damit kannst du ganz viele Sachen überall hin mitnehmen. Und die ist gelb. Und du meinst die Entschuldigung auch aufrichtig? Ja, ich hab dich voll vermisst. Weil wir haben doch sonst immer gespielt. Und die anderen, die sind immer abgelenkt und haben keine Zeit. Freunde, wenn wir Hanna verzeihen sollen, dann schickt mir jetzt in die Kommentare ein gelbes Herz. Wenn wir ganz viele Herzchen haben, dann werde ich ihr auf jeden Fall verzeihen. Okay, Hanna, ich gehe mal kurz an meinem Haus und guck mal, wie weit die Jungs sind. Und vielleicht bin ich denn eingeladen auf der Pyjama-Party? Findet die noch statt? Was heißt eingeladen? Du brauchst keine Einladung. Du bist immer willkommen. Oh, wie cool. Freunde, habt ihr das gehört? Ich bin immer willkommen. Mein Haus ist auch sogar schon... Mein Haus ist sogar schon fertig. Oh, dann höre ich doch nicht mit Minecraft auf. Oh, ist das ein cooles Gefühl.
Und ich bin sogar auf der Pyjama-Party eingeladen. Wie cool. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergisst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal und checkt meine Freunde ab. Die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Danke, tschüss. Braxy abonniert, Braxy bitte. Braxy abonniert, Braxy bitte. Braxy abonniert, Braxy bitte.